Lieber Herr Montago, es mag sein, dass wir Sie ein wenig cleverer eingeschätzt haben, als Sie es sind. Eine verschollene Tante? Und Sie glauben so etwas? Wie niedlich. Vielen Dank jedenfalls für die finanzielle Unterstützung. Wir werden Sie aus Rom verjagen und dem Rest der Welt. Behalten Sie meinetwegen die kleine Bruchbude an der Seine, in die Ihr Vater sich verguckt hatte. Den Rest werden wir uns holen. Don Frodato. Ja, auch hier gab es leider keine Voiceline quasi. Und von daher muss ich jetzt wieder vorlesen. Naja, vielleicht hat das Spiel nicht damit gerechnet, dass ich so weit komme. Von daher, naja, keiner, der uns das vorliest. Gut, jetzt sind wir wieder ein Typ. Am Ende der letzten Folge waren wir eine Frau. Und es switcht sehr hin und her hier, was das Geschlecht betrifft. So, anhalten. Angriff! Die Frodatos machen ernst. Deine Restaurants sind komplett verwüstet und geschlossen. Die Belegschaft auf und davon. Zum Glück hast du noch deine Kriegskasse. Es gibt noch ein paar weitere Restaurants, die nicht zu Frodatos Spore Imperium gehören. Du sollst sie sichern, bevor er sie übernimmt. Vor allem aber musst du deine bisherigen Restaurants wieder aufpäppeln. Zum Glück scheint Frodato auf Billigpizzen zu stehen. Angriff. So, Anzahl betriebsbereiter Restaurants. Also auch hier müssen wir 4 Restaurants quasi haben. Und wir müssen erstmal La Vendetta und La Carsu reparieren. Das sind ja die Restaurants, die wir schon kennen. So, dann gehen wir mal rein. Okay, da ist wirklich alles im Eimer. Architekt. So, verkaufen. Kriegen wir da überhaupt noch Geld? Ich glaube nicht, wa? Nee. So, da ist noch was. Da ist noch was. Und da haben wir noch einen Rest. So. Damit können wir also von vorne anfangen. Und wir setzen den mal, würde ich sagen, hier hin. Ah, da muss ich ganz kurz nochmal in die Publikumsliste gucken. Okay, da haben wir wieder alles. Das ist, naja, ungünstig, sagen wir es mal. Einmal hier. Einmal dort. Und dann machen wir hier noch so einen Karo-Tisch. Hier hin. Wow, Wahnsinn. Da habe ich ja einfach alles daneben gesetzt. Ich glaube, bis auf den letzten. Ja, der letzte war okay. Hier machen wir ein X. Ja. Und da oben machen wir auch so etwas. So, dann ein bisschen Dekorationi. Okay, hier passt es wieder mit dem Eingang, oder was? Nee, hier passt es auch nicht mit dem Eingang. Wir machen trotzdem mal Welcome hin. So, willkommen. Dann machen wir hier das kleine Schild. Quasi zur Begrüßung, dass die Leute gleich drauf gucken können, was es hier für leckere Pizzis gibt. Und dann haben wir noch ein paar Blümmer. Jawohl. Da haben die Teenager auch ein bisschen was von. Na gut, soll reichen. Dann haben wir das nämlich fertig. Pizzaofen. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal hin. Denn ich glaube nicht, dass wir hier noch fertige Pizzis hier haben. So. Oh doch. Pizza Curva Jungvolk. Oh, er hat sogar die Pizzen noch im Speicher. Das ist ja schön. Dann dürfte ja theoretisch die Speisekarte auch gleich bleiben. Ja. Ja, durchaus. Pizza Curva Jungvolk. Pizza Hawaii. Okay, Zufriedenheit ist nicht groß. Naturalimente. Was ist denn Naturalimente? Ach, hier unser kleiner Pizzatruck. Stimmt, den hatten wir ja hier auch noch. Okay, gut. So. Dann brauchen wir also nur noch Personal. Nö, auch nicht. Haben wir sogar noch. Das habe ich eingestellt? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Dass ich so eine komische Zuteilung hier gemacht habe. Aber okay, gut.
Ne, obwohl, den löschen wir mal. So. Das passt. Dann haben wir erstmal wieder alles. Warum liegt hier eigentlich so viel Mist noch rum? Das ist aber nicht von mir. Dann gehen wir ins Lavendetta. Ja, der Typ hat natürlich auch keinen Ofen. Angestellte dürfen wir auch noch haben. Hier habe ich genau das gleiche. Na gut, sind halt die Fehler, die man am Anfang vielleicht noch gemacht hat. Wie viel Geld haben wir überhaupt? 94.000. Okay, so, zack, 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 alles weg. Dann offen. Hier hin und Tische machen wir auch wieder alles. Hier machen wir auch mal von jedem einen. Der Nachteil ist, dass sie hier hinten ziemlich weit weg sitzen vom Geschehen. Und es dauert halt ein wenig länger, bis die Pizzen hier hinten ankommen. Oh, der ist weit weg. Ja, das ist auch so eine Sache, die ich jetzt gelernt habe. So. Sieht komisch aus, aber soll reichen. Und hier oben machen wir nochmal ein X. Das X markiert die Stelle, an der man sich hinsetzen muss. So, herzlich willkommen. Dann gibt es hier noch eine kleine Speisekarte. Ein wenig Licht. Setzen wir wieder in die Ecken. Und Blömsis. Ja, ich würde sagen, fast wie immer. Und hier noch so einen dicken. Kann man eigentlich hier daneben setzen. So. Passt. Hier könnte man auch mit Raumtrennern arbeiten. Indem wir meinetwegen. Okay, das sieht natürlich scheiße aus, aber wenn ich jetzt beispielsweise sage, hier die Blume kommt mal nach hier vorne bitte. Dann mache ich hier noch so einen Raumtrenner hin. Machen wir jetzt einfach mal genau hier hin. Der dann so ein bisschen, naja, das Ganze trennt, damit man ein bisschen mehr Privatsraum hat. Oder Privatsphäre, nicht Privatsraum. Gut, Angestellte hatten wir gemacht. Menükarte müsste fertig sein. Genau. Dann müssen wir nur noch ein Lagerhaus uns anmieten. Und zwar einmal das hier für La Vendetta. Mit die Supermarkt. Qualität. Und ich würde sagen, obwohl das ist natürlich ein ziemlich weiter Weg. Und hier ist gleich die U-Bahn. Alles klar. Der andere kann sich vom Großmarkt die Zutaten holen. Also der hier. Ich glaube, der Großmarkt, der war... Ist das der hier? Ja, nee, war er nicht, aber genau da. Und also das ist natürlich der kürzeste Weg, den es überhaupt gibt. Gleich bei uns raus, in die U-Bahn, hier aus der U-Bahn raus und dann gleich beim Supermarkt oder beim Markt. Marktplatz. Das passt also. So. Apropos passen. Ich glaube, das passt hier auch. Wenn wir uns das mieten. Oh Gott. Eviva la Chiacha. La Chiachi? La Chichia? La Chichia wahrscheinlich. Bam, badam. So. Fangen wir es mit dem einfachsten an. So. Angestellte. Köche. So. Fangen wir mal hier an. Kochqualität? Nee, ich bin eher so ein Fetischist nach Geschwindigkeit. So, dann hier. Da müssen es jetzt auch nicht die übertriebensten Kellner sein. Geschwindigkeit ist mir halt noch wichtig. So. Und dann Lieferboys. Zutatenmenge. Da können wir eigentlich auch auf Zutatenmenge gehen, weil Geschwindigkeit brauchen wir nicht. Die Geschwindigkeit ist, glaube ich, nicht ganz so entscheidend für die paar Meter nach hier drüben. So, Architekt. Jetzt wäre noch ein Bizi-Ofen.
Einrichtung. Hier können wir auch eigentlich mal alle nebeneinander bauen. Und noch den fünften. So. Oh Gott, ich erkenne es nicht. Es ist so hell. So, dann machen wir hier auch nochmal so ein Vierer. Und hier vorne machen wir nochmal ein X. Jo, das haben wir. Dann wieder, wie immer, ein wenig Dekoration. Und noch ein paar Blumen. So, einmal hier. Dann den hier und den großen hier noch an die Wand. So, die Wand macht überhaupt gar keinen Sinn, aber ich baue sie einfach mal, weil es hoffentlich irgendwas bringt. So, damit haben wir drei Restaurantis. Und jetzt brauchen wir noch ein viertes. Ach so, halt, stopp. Ach nee, weiter geht's. Ich wollte gerade sagen, Lieferboy brauchen wir noch. Also ein Lieferhaus, aber das haben wir genau daneben. Gucken wir mal hier. Hat das den Radius? Nee, das hat leider nicht den Radius bis zur U-Bahn-Station. Wir können einfach mal durchgehen. Ach, das geht hier gar nicht. Okay. Naja, ich wollte gerade sagen, hier ist nicht allzu viel los. Hier wahrscheinlich wird ein bisschen mehr los sein. Ist hier auch eine U-Bahn-Station? Hier ist auch eine U-Bahn-Station. Gut, pacht mal. La Giada Mangiona. Die sollte auch gut laufen. Und das Ganze auch abends eher. Da. So, Kellnern. Zwei und Nummer drei. Und weil ich ein bisschen Angst habe, dass hier ein bisschen mehr los sein wird, packen wir hier auch noch ein paar hin. So, da ist auch gar kein Lagerhaus in der Nähe. Das ist ungünstig. Achso, Einrichtung brauche ich noch. Ja, nee, hier sind gar keine Lagerhäuser in der Nähe. Also da oben ist eins, aber ich glaube, das ist wirklich viel schneller, wenn wir in die U-Bahn gehen und zum Großmarkt fahren. So, wir richten hier natürlich noch schnell was ein. Stellen wir auch wieder hier vor die Tür quasi. Einmal Einrichtung. Achso, hier könnte man mal einen Innenarchitekt mal auftragen. Für Touristen. Oh, zack. Alter Schwede. Der macht auch keine Dekoration übrigens, der Typ. Ich weiß nicht warum. So, wir ändern mal so ein bisschen die Aufteilung. Also der Innenarchitekt ist natürlich echt brillant für Sachen, die schnell gemacht werden müssen. Aber so teilweise die Aufteilung von den einzelnen Räumen ist, naja, bescheiden, sagen wir es mal. Also wirklich sehr bescheiden. Da. Und ich habe keine Lampen gebaut. Gut. Muss reichen. Muss nicht reichen. Denn, ach man, das... Das finde ich auch so grauenvoll. Warum er mir die Küche mal rausnimmt? Der Innenarchitekt. Montago. Muss mir mal einer erklären. Du wehrst dich also immer noch.
Glaubst du, deine kleinen Erfolge können uns aufhalten? Du weißt nicht, was wir noch in der Hinterhand haben. Und wir wissen sogar, dass irgendwer gesungen hat. Ja, dein Vater war mein Bruder. Er wäre es nicht mehr, selbst wenn er noch lebte. Er wurde verstoßen, weil er die Ehre der Familie befleckt hat. Und weißt du, was sein Lohn dafür war? Die Ritellis wollten ihn töten lassen. Also musste er deinen Großvater töten und fliehen. Alter, was Don Frodato. Das für eine Familiengeschichte hier. Also unser Vater ist quasi der Bruder des großen Konkurrenten. Was ich mir, glaube ich, auch schon gedacht habe. Hatte ich, glaube ich, am Anfang schon mal erzählt gehabt. Und ja, angeblich ist er tot. Ich glaube da noch nicht so ganz dran. Aber wir werden uns überraschen lassen. So, dreckiger Krieg. Einige von Frodatos Restaurants laufen besser als andere. Beobachte, welche besonders viele Kunden haben und sorge dafür, dass sie weniger und deine mehr werden. Erinnerst du dich, was Carmine schrieb? Frodato mag keine Restaurants, in die er wirklich investieren muss. Ja, verstanden. Anzahl betriebsbereiter Restaurants. 4 von 6. So, na gut, da machen wir mal eins weiter kaputt. Aha. So, komm mal schnell her, Amigo. 45.000 haben wir noch. Ja, ich lasse es jetzt erstmal so nebenbei laufen, unsere Restaurantis. Oh, da ist der Polizist. Geh hoch. Okay, er geht weg. So, am einfachsten macht man ein Restaurant kaputt, indem man einfach die Kochstelle kaputt macht. So. Jetzt durfte der Polizist wieder kommen. Dö-dö-dö-dö-dö. So, ja, bevor wir uns hier langweilen, versuchen wir mal schnellstmöglich zum nächsten Restaurant zu kommen. Ohne erwischt zu werden. So, wo können wir dann am schnellsten langkommen? Ich würde sagen, hier. Obwohl, wir können gleich hier zum nächsten Restaurant gehen. Und dann machen wir hier nämlich auch die Küche kaputt. So. Zack, kaputt. Ja, der hat eh nicht mehr so viel Lebensenergie. Von daher können wir auch hier noch ein bisschen. Bis zu seinem Tod. Jetzt wird er eh erwischt, aber ist mir egal. Der Typ wäre jetzt eh gestorben. So, jetzt müssten eigentlich zwei nicht mehr funktionieren. Also das sollte keinen Umsatz mehr machen, weil die Küche kaputt ist und das genauso wenig. So, dann holen wir uns mal hier noch einen. Also einen Ganoven. Und rennen mal zum nächsten Restaurant. So, ich hoffe, ich komme kein Polizist raus. Ich eigentlich auch schon fast reingehen ins Restaurant und auch hier die Küche kaputt machen. So, Kaputski, sehr schön. Schnell raus, bevor die Polizei uns erwischt. So, ich weiß nicht, warum jetzt Anzahl betriebsbereiter Restaurants immer noch 4 von 6 ist. So, wo ist denn unser Ganova? Ach, da oben läuft er, sehr gut. So, hier schnell übers Wasser. Und dann oben in das andere Restaurant. Denn hier machen wir auch mal die Küche kaputt. So, sehr schön. Kommen wir schnell hier rüber. Dann hier unten lang. Und direkt zum nächsten. So, zack, direkt in die Küche. Der Typ ist eh gleich im Eimer, von daher. Oh, er lebt sogar noch. Ja, wir können es einfach riskieren. So, versuchen wir hier Richtung Restaurant zu rennen.
Ah, Mist, okay. Hat Sonne erwischt, der Polizist. Gut. Also, 5 von 6 Küchen haben wir sabotiert. Und dementsprechend wird er keine Einnahmen mehr generieren. Außer in dem Restaurant hier unten. Das freut mich. Sie wollen es also wirklich bis zum Ende ausfechten? Sie sollten wissen, dass Ihr Vater Pietro der ältere Bruder von Don Frodato war und dass er aus der Familie verstoßen wurde, als er sich in eine Ritelli verliebte. Sie sind der rechtmäßige Erbe beider Familien. Don Frodato nutzte die Chance, die sich ihm bot, als Ihr Vater sich, in den Augen der Familie, kompromittierte. Don Frodato ist der Usurpator. Und er weiß, dass eigentlich Sie Anspruch auf das Erbe der Familie haben. Okay. Ein Freund. Achso, ja, ein Freund. Also, ja, die Geschichte geht voran. Und wir wissen also, dass jetzt quasi unser Vater ein Frodato ist und unsere Mutter eine Ritelli. Und wir der einzige Erbe quasi von beiden Seiten sind. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Don Frodato selber irgendwelche Kinder hat. Aber ich gehe mal nicht davon aus, wenn uns gesagt wird, dass wir der rechtmäßige Erbe beider Familien sind. Ja, das ist also die Hintergrundgeschichte. Und wie das Ganze weitergeht, beziehungsweise ich gehe mal fest davon aus, dass es nicht mehr allzu lange gehen wird. Denn jetzt wissen wir ja eigentlich so den Hauptzweig der Geschichte. Und da mal schauen, ob da noch irgendwelche Sachen großartig passieren werden. Ja, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich sage erstmal vielen herzlichen Dank, haut rein, ciao und tschüss.